Hänsler, schnelle Nummer. Heute gibt es Blumenkohl aus dem Ofen. Mal anders. Man kennt das ja immer gekocht und dann mit Bechamel gratiniert und so. Was wir machen, den rohen Blumenkohl auf dem Backblech setzen, abgeschmeckt, garen und dann wird mit Käse gratiniert. Geile Nummer. Aber erstmal jetzt hier Blumenkohl lösen, dass wir die einzelnen Röschen haben. Und dann alle so ein bisschen gleich groß schneiden. Ungefähr die Größe und dann kommt es in eine Schale. Ja, so sieht das aus. Alle Röschen fast gleich groß geschnitten. Jetzt geht's weiter. Zwei Knoblauchzehen einfach andrücken. Mit dazu. It's for the taste, you know. Jetzt wird gewürzt. Pfeffer. Salz. Das ist mein Gewürzsalz. Man kann auch ein bisschen von dem Black-and-Pulver nehmen. Hier, also von unserer Gewürzmischung. Ihr könnt jetzt auch sagen, ein bisschen Curry oder so. Da könnt ihr selber ein bisschen schauen, worauf ihr Bock habt. Wichtig ist aber jetzt hier, Schuss Olivenöl. Also einen ordentlichen Schuss. Das Ganze jetzt ein bisschen marinieren bzw. durchmischen, dass überall der Knoblauch hinkommt. Und dann einfach Backblech. Ich sag mal so, ich hole nochmal schnell Backpapier. Ja. Ist einfacher, brauchen wir nicht so viel putzen. Jetzt hier Blumenkohl verteilen. Jetzt Ofen 180 Grad Umluft vorheizen. Circa 20, 25 Minuten den Blumenkohl reinschieben. Während der Blumenkohl im Ofen ist, kümmern wir uns um den Käse. Da könnt ihr jetzt ein bisschen entscheiden, was ihr wollt. Ich nehme heute zum Beispiel Parmesan jetzt hier fein gerieben und ganz normalen Bärkäse. Der ist einfach ein bisschen kräftiger und das kommt dann später auf den Blumenkohl drauf. Bevor ich den Ofen aufmache, denkt bitte dran, diesen Channel zu abonnieren. Ihr seht jetzt hier unter dem Video, wird drauf, wo rechts unten ist so abonnieren steht da. Da einmal drauf drücken. Dankeschön. Jetzt gucken wir mal hier. Ach geil, guck mal. So muss das aussehen. Leichte Röstaromen. Wenn ihr sicher gehen wollt, ob er wirklich gar ist, nehmt euch ein Stück im Mund. Mmh. Smooth. Hilf mir gerade hier, pass auf. Was ihr jetzt macht, schiebt das so ein bisschen zusammen. Macht ihr so drei kleine Haufen. So. Und jetzt nehmt ihr euren Käse. Hier einmal den Bergkäse drauf. So. Hier nur Parmesan. Und der dritte Haufen ist dann gemischtes. Und dann geht das Ganze wieder in den Ofen. Wenn es schnell gehen soll, nur Oberhitze oder einfach so lassen, dann dauert es einen kleinen Augenblick länger. Läuft. Jetzt. Hier. So muss es aussehen, sondern den Käse wirklich nur schmelzen lassen. Oh. Ich weiß nicht mehr, was war jetzt der gemischte Haufen? Das war das, glaube ich. Hier ist mit Bergkäse. Ich zeige euch das mal. Zieht meine Kuh her. So. Oh. Das traue selbst ich mich nicht, ja? Hä? Doch, komm her. Und so simpel. Einkaufsliste. Boah, geil. Ah. Und hier ist die Einkaufsliste für gratinierter Blumenkohl aus dem Ofen. Mal anders, für zwei Personen. Ein Blumenkohl, je 100 Gramm Parmesan und Bergkäse, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und ich habe gerade überlegt, man könnte noch Zitronenschale raufballern, wenn man will. Wenn man will.